Herzlich willkommen zurück in der Endzeitwelt von I Am Alive. Wir müssen hier diesen zweiten Kanister noch holen, damit wir damit den Aufzug befüllen können. Das steht uns jetzt noch bevor. Uiuiuiuiui. Und es wird wieder gefährlich. Wenig Ausdauer, beziehungsweise momentan noch recht viel Ausdauer, aber viele Probleme. Wie? Müssen wir hier hoch wahrscheinlich, oder? Können wir uns zumindest mal ein bisschen ausruhen. Ja, und wir müssen, wie gesagt, diesen Kanister da organisieren. Und dann das Benzin in den Aufzug stecken. Beziehungsweise in den Generator vom Aufzug. Und damit fahren wir dann hoch auf dieses Hochhaus, das sich im Bau befindet. Um dann die Medizin für dieses kleine Mädchen zu organisieren. Und da liegen allerhand Sachen noch neben dem Kanister. Ich sehe das doch. Und ich frage mich gerade, wie komme ich denn auf dem schnellsten Wege, auf dem schnellsten untödlichen Wege, sollte man vielleicht dazu sagen, dahin. Ist ja alles schon sehr, sehr verwinkelt. Vielleicht hier auf der anderen Seite runter? Können wir da runterklettern? Sieht jetzt nicht wirklich so aus. Und fallen lassen will ich mich hier auch nicht wirklich. Dann bin ich doch hier völlig falsch. Wahrscheinlich. Ah nee, wahrscheinlich müssen wir noch höher. Na gut, dann wollen wir mal. So, jetzt hier hoch. Und dann da an dem anderen Rohr entlang. Und ich hoffe, dann kommen wir da auch hoch. Vielleicht gibt es da oben ja auch noch irgendwas Schönes. Kommen wir hier noch weiter hoch? Ja, kommen wir. Hier können wir auch eine kleine Rast einlegen. Aber leider gibt es hier nichts Besonderes für uns. Keine schönen Gegenstände oder so. Dann wieder runter. Hier können wir ja oben lang gehen. Brauchen wir gar nicht erst Ausdauer zu verschwenden. Oh, 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 oh. Holla die Waldfee. Okay, hier müssen wir zum Sprung ansetzen. Und es funktioniert. Gefährlich immer diese Klettersprünge, weil die halt so viel Ausdauer ziehen. Und man hier seinen Weg am besten schon vorher berechnen muss. Schmerzmittel, die wir direkt mal einnehmen können. Dann ist unser Leben auch fast wieder voll. Das bringt es also schon irgendwie. Oh, und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich da lang hangeln. Oh, sowas sehe ich ja ungern. Oha. Komm, das schaffen wir auch so, mit der bisherigen Ausdauer, die wir haben. Und ab die Post da hoch. Und wo geht's jetzt weiter? Hier rüberspringen etwa? Ob unser Adam das schafft? Nee, wir können uns auch hier runter. Wir können auch hier runter. Ob wir da rüberspringen können überhaupt? Uiuiui, ich will's ja kaum ausprobieren. Weil wir dann ja auch wieder eine Wiederholung verlieren. Ich glaube, ich springe jetzt mal hier hoch und kletter jetzt hier runter an dieser Leitung. Denn von hier aus müsste ich ja irgendwie, genau, da unten zu dem Kanister kommen. Zu dem zweiten Kanister, wohlgemerkt. Hier können wir uns runterfallen lassen. You loot, we shoot. Also, wir schießen wohl jeden, der hier plündert, aber ich sehe keinen mehr. Und ich bedanke mich für den zweiten Kanister und den Kletterhaken und was wir da auch immer noch bekommen haben. Was war das denn? Weiß ich gerade gar nicht. Gut. Ich glaube, jetzt müssen wir den Weg wieder zurückgehen, oder? Zu dem Aufzug. Da vorne liegt jetzt auch nicht irgendwie irgendwas rum. Und ich glaube, den Sprung... Weiß ich nicht, ob ich den überstanden hätte, ehrlich gesagt. Aber da kann man auch irgendwie langklettern, oder? Nicht, dass ich da noch irgendwas Schönes übersehe. Das würde mich ja ziemlich ärgern, wie ihr wisst. Verständlicherweise. Okay, müssen wir noch einen Sprung machen. Schön Klettersprung. Okidoki. Und jetzt hier rum. Bloß nicht zu viel Ausdauer verschwenden. Und runterfallen. Meine Fresse, ob ich den Sprung hier wirklich wagen soll. Der könnte natürlich auch wirklich tödlich enden. Ich glaube, da können wir nicht hoch, oder? Ich gehe lieber zurück. Ich sehe jetzt auch nicht genau, ob mir da irgendwas weiterhilft und nachher springe ich da runter und verschwende eine Wiederholung. Und ihr sagt mir alle, Mensch, Sarazar, da war doch nichts. Da war nur tote Hose.
Und mehr war da gar nicht. Und das wollen wir ja auch gar nicht. So, das Ding hätte ich jetzt... Ach du Scheiße. Müssen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurückgehen. Das ist doch vermaledeit. Da wäre so eine Zwischensequenz, glaube ich, ganz cool. Wenn man dann doch beide Kanister gefunden hätte, dass man dann wieder zurück zum Aufzug ist. Weil jetzt den ganzen Weg zurücklatschen, das ist auch halt wieder brandgefährlich. Aber halt auch realistisch. Was ich nur nicht ganz so realistisch finde, ist, dass wir auch manchmal an Leitern mit Sprossen, ich meine, da kann man sich ja ausruhen, Ausdauer verlieren. Nein, da brauche ich nichts. Ich kletter ich hoch. Sehr schön. Und jetzt erstmal wieder durchatmen. Genau so. Jetzt können wir doch hier wieder runter. Hier sind wir doch hergekommen. Ach, scheiße, genau. Wir müssen ja da uns fallen lassen. An dem Rohr müssen wir irgendwie lang. Jetzt hier eine Etage tiefer, bitte. Und hier können wir das Rohr runter. Oder gar nicht mal. Können wir uns auch einfach fallen lassen. Genau wie hier wahrscheinlich. Nee, hier nicht so richtig. Zumindest nicht. So, und runter. Und... Ah, die Post. Kannst du dich fallen lassen, Adam. Super. Und jetzt wahrscheinlich da hoch, weil wir können da ja nicht hochklettern. Da können wir ja nur runterrutschen. Aber hier können wir hochklettern. Und damit wären wir ja auch schon fast am Ziel. Habe ich da hinten vielleicht noch irgendwas übersehen? Nee, hier komme ich aber sowieso nicht hoch. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zurück zum Aufzug. Damit wir auch mal zur Potte kommen hier. Schließlich haben wir May, das kleine Mädchen, alleine im Einkaufscenter zurückgelassen. Und wir wissen, hier in dieser Welt verschleppt man auch gerne mal kleine Mädchen. Also, los geht's. Oh, da liegt was Schönes auf dem Aufzug. Ja, unser Missionsziel, wie gesagt, immer noch Medizin aus der Kiste besorgen. Aber erstmal müssen wir zu dieser Kiste hinkommen und ihr seht ja schon, der Weg ist auf jeden Fall nicht gerade der leichteste. So, hä? Jetzt ist hier keine Tür oder ähnliches. Na, da müssen wir wahrscheinlich wieder klettern. Typisch Bauarbeiter. Die haben da ja keine Tür angebracht, oder was? Ist natürlich total logisch beim Gebäude, was sich im Bau befindet, dass es da keine Ausgänge für den Aufzug gibt. Unverschämtheit sogar. Oha. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Hier muss ich auch noch zum Klettersprung ansetzen. Das schaffen wir noch niemals. Da muss ich einen Haken nutzen, oder? Ja, vielleicht geht das auch so. Vielleicht mit einem Soda oder sowas. Vielleicht geht das auch so da. Nee, komm. Ist mir zu risikoreich. Einfach ein Soda rein. Ja, schmeckt ganz lecker. Fuck, 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 fuck. Extreme Anstrengung. Das habe ich vermaledeit jetzt hier. Shit. The crate looks like it's been damaged. Ja, die sieht beschädigt aus. Da sind wir auch schon wieder. Und was mir gerade noch einfällt, was ich euch ja auch noch erzählen wollte, denn im Herbst diesen Jahres kommt ja irgendwie das Spiel The Last of Us. Das wird von den Uncharted-Machern sein und könnte ebenfalls sehr interessant werden, denn das wird auch so eine Endzeitwelt. Und wer weiß, vielleicht mache ich davon ja auch ein Let's Play. So, jetzt geht's aber erstmal hier weiter, in luftigen Höhen. Wir müssen jetzt irgendwie da vorne lang, glaube ich, tatsächlich. Und das... wird, glaube ich, richtig heikel. Uiuiuiui. Also ein Absturz wäre definitiv ohne Frage ziemlich schnell tödlich. Na, wenigstens gehst du da ziemlich schnell drauf, ne? Mit so einem Abflug. Obwohl der Fallmoment natürlich auch noch echte Schocker-Segmente in sich hat. Shit, ich hätte erstmal das Wasser trinken sollen. Oh, Backe, oh, Backe. Ach, du Scheiße. So, ich trinke jetzt erstmal das Wasser, damit wir wieder ordentlich Ausdauerkapazität auch haben. So, die sitzt wieder fast voll auf. Und das ist gut. Da vorne haben wir ein Soda, oder? Ja, Soda-Getränk. Schön. Nun gut.
Die können doch bestimmt einen Sprung hier übersetzen. Sehr schön. Und jetzt da hoch. Und das schaffen wir auch ohne irgendwelche Unterstützung. 5 Kletterhaken haben wir mittlerweile. Das ist doch schon mal was. Und jetzt muss ich nur schauen, wie wir da rüberkommen lebend. Da liegt auch noch irgendwas in der Bahn. Wir müssen da wahrscheinlich runterrutschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird richtig heftig. Das wird richtig heftig, Freunde. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Da muss ich wahrscheinlich gleich irgendwo einen Kletterhaken einsetzen, damit wir es überstehen. Okay, und hier sollen wir uns seitwärts lenken. Also runter da. Ja, ich muss jetzt runter. Komm. Runterfallen lassen. Und jetzt hier und nochmal. Seitwärts rollen. Ui, 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 ui. Oh, oh, unsere Ausdauer geht beständig zur Neige. Ja, das war verdammt knapp. Aber ich mache mir gerade noch viel mehr Sorgen um die Ausdauer, die wir haben. Die wirklich nur geringfügig da ist. Okay. Kletterhaken. Boah. Kurz mal durchatmen. Scheibenkleister. Ich hoffe, den habe ich halbwegs vernünftig gesetzt. Aber ich habe mir auch viele gespart. So, jetzt hier rüber. Hier müssen wir zum Sprung ansetzen. Leider Gottes. Wie sollen wir denn da hinkommen, bitteschön? Und hier müssen wir auch zum Sprung ansetzen. Und jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp. Können wir hier hoch? Können wir da stehen? Wow. Zum Glück können wir da stehen. Und nochmal ein bisschen ausruhen. Heilige Scheiße. Heilige, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt richtig schwer, finde ich. Und wir sollten unseren Weg auf jeden Fall mit Bedacht wählen. Also wir rutschen jetzt hier wieder runter. Und ich probiere mal, mit so einer Seitwärtsrolle zu agieren. Um da noch möglichst weit links aufzukommen. Und ich hoffe, das ist richtig so. So, ab die Post. Seitwärtsrolle, Seitwärtsrolle, halt dich fest! Ja, und jetzt? Ach du Scheibenkleister. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und vielleicht gibt's da oben ja irgendwas Schönes für uns. Es wäre auf jeden Fall angenehm. Hey, können wir hier nicht irgendwo hoch? Nee, da können wir hoch. Hoi, 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 hoi. Und da hinten liegt doch was. Habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen. So, was haben wir denn da Schönes? Obstsalat. Praktisch. Lecker, lecker Obstsalat. Wenigstens ein paar Vitamine in der Endzeitwelt. Solange er nicht frisch ist, mit so einem Schimmelüberzug ist ja alles okay. Ist ja ein Dosenobstsalat wahrscheinlich. Sonst wäre das wohl ziemlich unlogisch. Oh, 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 oh. Mir geht's jetzt weiter hoch. Ach, du Heilige. Das kann richtig heiter werden. Und ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall sogar einen Kletterhaken. Oder? Schauen wir es auch ohne Kletterhaken. Müssen ja irgendwie nach da unten kommen. Nee, das schaffe ich, glaube ich, auch ohne. Boah. Nee, jetzt mach kein Spökes hier. Ach du Scheiße, da hackelt wieder die Steuerung rum. Extreme Anstrengung. Und jetzt hier hoch. So. Haben wir nicht ganz so viel Ausdauer verpasst. Was liegt denn da? Ein Soda-Getränk. So, und jetzt kurz mal checken. Jetzt bin ich auch einfach eben drauf losgegangen. Da oben ist die Kiste. Mann, Mann, Mann. Da hackelte die Steuerung wieder rum und ich konnte nicht da runter, wie ich es wollte gerne. Aber ist jetzt auch egal. Ich belasse es jetzt mal bei der Ausdauer. Gleich trinken wir noch ein Wässerchen. Und dann wird das schon wieder. So, und jetzt? Wir kommen da so nicht hoch. Wir kommen da einfach so nicht hoch, Freunde. Jetzt hier rüber, oder was? Okay, kurz mal ins Inventar. Erstmal ein Wasser trinken. Das erhöht ja sofort die Ausdauer und auch unsere Ausdauerkapazität. Kann man natürlich bei so einem Klettermanöver mal eben schlürfen. Das ist natürlich nicht ganz so realistisch. Ich glaube, da können wir nicht rüberhüpfen. Aber jetzt hier. Ja, 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 mach schon.
Wie weit ist das denn zur Hölle bitte? Extreme Anstrengung. Komm, du musst da irgendwie rüberkommen. Adam, das ist die Kiste. Here they are. Antibiotics for May. What's this? A grappling hook. They packed useful things in those boxes.